Oh mein Gott! Bleibt alle cool. Du, bleib cool. Faszinierend. And here we go. Ein recht herzliches Willkommen zum fehlerfreien Cine-Talk, wie jede, alle drei Wochen. Wir kriegen es immerhin, dass die Live-Schalte hervorragend funktioniert. Ein recht herzliches Willkommen natürlich an die Leute im Chat. Ich werde da ein Auge auf euch halten. Ich glaube, ich habe das Ganze schon mal gesagt, aber egal. Ja, wir werden heute wieder die nächsten drei Wochen Kinoprogramm mit euch unter die Lupe nehmen. Wir haben wieder einige Trailer im Gepäck. Und wer es schon gemerkt hat, der Fiedel ist nicht da. Ja. Für den Fiedel haben wir auf jeden Fall den Galaxy wieder dabei. Ich hoffe, er wird diesmal nicht nur als Ersatz gesehen, sondern auch als ein wertvolles Mitglied in dieser Runde. Der Schrei war letzte Mal relativ laut nach She-Lock und deswegen, ja, wir konnten nicht anders. Wir haben She-Lock natürlich wieder mit dabei. Sie hat Zeit gefunden für uns, das ist sehr schön. Und an den technischen Rädchen, wie immer, unser Dave, der wieder alles hervorragend hinkriegt, so wie es immer funktioniert. Und ja, wir wollen auch nicht lang schnacken. Heute gibt es natürlich wieder einen Film zu gewinnen. Darauf kommen wir aber erst später. Wir fangen heute an mit dem 15. September. Dort kommt der erste Film heute raus, den wir im Gepäck haben. Unter anderem spielt dort mit Frank Grillo, der in dieser Serie quasi mittlerweile schon zu Hause ist. Es ist der dritte Teil. Regie führt wie beim zweiten Teil und auch beim ersten Teil James DiMonaco. Er hat mich die ersten beiden Teile, wie gesagt, schon gedreht. Ich komme jetzt zur Inhaltsangabe. 12 Stunden absolute Gesetzlosigkeit. Alle Verbrechen inklusive Mord sind in der alljährlichen Purge-Nacht erlaubt. Amerika ist erneut im Ausnahmezustand. Jetzt wird der knallharte Überlebenskampf zu einem Phänomen, das uns auch Touristen aus aller Welt anzieht. Gleichzeitig plädiert eine aufstrebende Senatorin für die Abschaffung der alljährlichen Säuberung, die sich vor allem gegen die Armen und Unschuldigen richtet und gerät damit ins Visier der hochrangigen Elite. Ja, das ist unser erster Trailer und es ist natürlich The Purge Election Year. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem ersten Trailer. Hier ist er. Leute, es ist wieder soweit. Es wird Zeit, unseren Beitrag zur diesjährigen Purge zu leisten. Der Nacht, in der alle Verbrechen erlaubt sind. Auf den Flughäfen im ganzen Land herrschte heute reges Treiben. Touristen aus aller Welt trafen ein, um an der diesjährigen Purge teilzunehmen. Das ist die ultimative Freiheit. Man nennt sie Mordterroristen. Zum ersten Mal nimmt Amerikas Nacht der legalen Verbrechen eine globale Dimension an. Wir wollen bei der Purge dabei sein. La Purga. La Purge. Doch während der Countdown zur diesjährigen Purge läuft, werden die Proteste lauter, dieses Ereignis für immer zu beenden. Senatorin Charlie Rown hat mit ihrer Forderung nach einem Verbot der Purge bei den Traditionalisten für Empörung gesorgt. Unser Land wird über diese Nacht definiert. Wir müssen die Purge beenden. Während die beeindruckendste Purge-Nacht aller Zeiten näher rückt, fürchten viele um die Sicherheit dieser umstrittenen Senatorin. Wir müssen etwas unternehmen gegen diese Senatorin. Okay, fangen wir an. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge, der Säuberung. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen einschließlich Mord für 12 Stunden erlaubt. Ich kann nur gewinnen, wenn ich bereit bin, alles zu riskieren. Meine Aufgabe ist es, sie am Leben zu halten. Wir werden die diesjährige Purge zu einem Frühjahrsputz nutzen. Jemand hat uns verraten. Wie wollen Sie? Wir sind jetzt auf uns gestellt. Die wollen ihren Tod, Senatorin. Und da draußen tobt der absolute Wahnsinn. Also haben wir jetzt nur ein Ziel. Überleben. Was machen Sie während der Purge-Nacht hier draußen, Senatorin? Das war ein versuchtes Attentat. Kommen Sie! Sie verfolgen uns. Alle runter! Festhalten! Ich muss sicherstellen, dass Sie diese Nacht überleben. Da kommen Sie. Runter! Purgen ist unsere amerikanische Pflicht. Ja, das war The Purge Election Year, mittlerweile schon der dritte Teil der Reihe. Um ein wenig kurz auf die Reihe einzugehen, Teil 1 damals war noch ein reiner Thriller an sich mit Ethan Hawke unter anderem, wo quasi eine Familie die ganze Geschichte drumherum ging. Im zweiten Teil war dann Frank Grillo auch dabei als ausgebildeter Ex-Marine,
quasi unterwegs und wollte Rache nehmen an dem Mörder seines Sohnes, der ihn betrunken überfahren hatte. Und hat dann mehrere Leute dann gerettet, die in der Purge um Hilfe gesucht haben. Und dort war es dann schon im zweiten Teil so gewesen, dass man auf quasi gewisse Viertel einfach leergeräumt hat. Eine gewisse Organisation hat gewisse Immobilien komplett leer gepurcht quasi, die Leute alle umgebracht, damit die Immobilien leer stehen und quasi zum Verkauf da sind. Und diesmal geht es dann quasi darum, die zukünftige Präsidentschaftskandidatin quasi um die Ecke zu bringen. Darum wird sich dann diese ganze Geschichte handeln. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, für mich war Teil 1 immer noch der beste, aber die Serie an sich hat auf jeden Fall ihren Reiz und vor allem auch diese Moral, die in der ganzen Geschichte natürlich mit drin steckt bei der Purge. Und den ersten, den wir dazu die Meinung überlassen, ist der gute Galaxy. Ja, tatsächlich habe ich ja vor kurzem erst den zweiten Teil gesehen, vor ein paar Wochen erst. Und ich muss sagen, also die Serie, die gefällt mir jetzt schon sehr gut. Also die Filme an sich und diese Neuerung, die jetzt auch ist mit diesen Purge-Touristen, ist auch ganz interessant. Kann was werden natürlich. Und dass diesmal, also es ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass wirklich auch ein Politiker ins Fadenkreuz da gerät. Auch diese Sache kann sehr interessant werden, vor allen Dingen, weil man das jetzt so in der Serie jetzt noch nicht hatte, dass plötzlich ein Politiker im Fadenkreuz ist. Was allerdings auch sein kann, es ist natürlich immer dasselbe. Es ist immer das Gleiche, was da auf den Straßen passiert. Und ja, von der Story her, denke ich mal, bleibt das so ungefähr natürlich wie bei den alten Filmen auch. Aber warum etwas ändern, was funktioniert? Ne? So, dann gebe ich mal weiter an die She-Lock. Jo, danke schön. Ja, also erstmal, ich sehe das ähnlich. Also ich finde diese Reihe auch sehr interessant. Also schon erstmal das Grundthema fand ich schon immer sehr interessant. Und ich finde es auch wirklich gut gemacht, dass das jetzt von Film zu Film immer eine Ebene höher getragen wird. Also wie am Anfang schon gesagt, erst diese eine Familie, wie die damit zu kämpfen hat, dann ein etwas breiteres Feld und jetzt tatsächlich auf die politische Ebene. Wer steckt dahinter? Wer hat überhaupt die Idee? Was hat das politisch für einen Zweck? Und kann und will man das beenden? Es ist natürlich bei dieser Art Film, dass immer ein sehr negatives Menschenbild gezeichnet wird. So nach dem Motto, wir geben den Leuten die Möglichkeit zu morden und natürlich nutzen sie die sofort. Ich habe immer so ein bisschen in meinem Herzen die Hoffnung, dass das nicht so wäre. Dass man nicht, wenn man den Leuten ermöglicht, jetzt mal einmal morden zu dürfen, dass sie dann auch sofort tun würden. Aber dieser Film geht halt von einem etwas negativeren Menschenbild aus, aber wäre ja auch langweilig. Also deshalb, ich habe das Gefühl, der Film kann sehr spannend werden und ich hoffe, dass diese Purge-Thematik in dem Film ja ihr würdiges Finale findet. Der Tonno vielleicht. Ja, ich habe ja meine Meinung eigentlich schon gesagt. Also ich mag die Reihe an sich auch, wobei für mich halt Teil 1 immer noch der beste war, weil er halt mehr Thriller als dieses ganze Action und auch ein bisschen Gore natürlich auch mit dabei ist. Was im zweiten Teil auch sehr interessant war, war zum Beispiel, wie die Reichen haben quasi Leute entführen lassen, damit sie einfach in einem abgesperrten Gebiet die Leute einfach selbst purgen konnte und es eine Auktion gab und der Meistbietende durfte dann einfach die Leute umkillen und dann wurde der Spieß umgedreht und dann haben sich die Leute gewehrt und dann war Feierabend mit lustig. Zu dem Thema, dass vielleicht das Menschenbild falsch dargestellt ist, so stark glaube ich das noch nicht mal. Also ich glaube, wenn man wirklich straffrei da durchkommt, würde es definitiv, glaube ich, so aussehen wie im Film. Also es mag vielleicht ein schlechtes Menschenbild sein, was ich jetzt vor Augen habe, aber ich glaube tatsächlich, dass da schon sehr, sehr viel Wahrheit drin steckt, wenn man diese Regelung hätte. Und man kennt ja auch schon die Sprüche, ne? Trump 2017, Präsident 2018, erste Purge-Nacht. Wir werden es sehen, ich hoffe es natürlich nicht, aber wir haben den Dave noch nicht zu dem Thema sprechen lassen. Jetzt hast du mir im Grunde genommen das weggenommen, was ich sagen wollte, lieber Tono. Nämlich genau das war auch meine Aussage. Nämlich gegen das, was die gute She-Lock jetzt sagte. Ich bin der festen Überzeugung, wenn der gute Trump an die Macht kommt, werden wir diese Purge-Nacht erleben. Und dann wirst du sehen, wie viele Leute dazu reisen. Weil der menschliche Verstand sagt einfach nur, geil, ey, ich kann da rüber und kann töten, ohne immer irgendwas passiert. Damit aber auch der Spieß umgedreht werden kann, damit sich irgendwie einer dich schnappen kann und dir den Chaos machen kann, das ist vielleicht gar nicht da oben verankert soweit.
Und du wirst dann einfach nur sehen, wie viele Psychopathen in dieses bestimmte Land fahren. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass alle Amerikaner geil darauf sind, eine Purge nachzumachen. Der Tano reißt schon den Kopf so rum. Es sind nicht alle Menschen gleich. Das ist vollkommen richtig. Also nicht mit dieser Aussicht. Natürlich sind wir alle untereinander, sind wir alle gleich. Das war jetzt auch wieder irgendwie falsch. Aber ich rede mich hier um Kopf und Kragen, merke ich gerade. Verdammte Scheiße. Aber ich denke, wenn so eine Purge nachkommt, dann wirst du erstmal sehen, wie viele Leute, die vorher gesagt haben, nee, würde ich nicht machen, da musst du ja geistig für krank sein im Kopf. Ja, wie viele dann auf einmal da sind, mit Machete bewaffnet und ey geil, gib mir mal noch die 9mm, die du da oben im Schrank liegen hast. Zu den Filmen an sich, weil ich habe jetzt ziemlich viel über dieses Thema gesprochen, ich habe da noch nicht einen von gesehen, leider Gottes. Aber ich kenne ja meinen werten Kollege, den El Tono. er guckt schon wieder, wo ist der Tono, wo? Der reißt mich in so ziemlich jeden Film mit. Das soll nicht heißen, dass es schlecht ist. Also ich habe mich schon bei vielen Filmen, habe ich mich schon bedankt anschließend und habe gesagt, ey Alter, gut, damit wir trotzdem reingegangen sind. Ich denke mal, das wird auch so ein Film sein, wo ich dann anschließend wieder sagen werde, okay, die waren gut. So, aber Tonno, ich denke mal, wenn du nichts mehr zu sagen hast und der Chat nicht noch weiter drauf eingeht, aber du guckst da immer so fleißig hin, berichtige mich ein wenig, ansonsten gehen wir zum nächsten Film. Wenn, dann gehen wir noch nicht zum nächsten Film, wir müssen ja auch noch eine Bewertung loswerden, so ist es ja nicht. Im Chat tut sich gerade noch nicht viel. Entweder läuft der Trailer noch oder sie sind total geflasht von dem Trailer und wollen eine Purge-Nacht veranstalten. Ja, bei der Purge-Ansicht interessiert mich natürlich auch die Ansicht nach dem Motto, dann kannst du dich natürlich auch rausstellen, wer ist nun wirklich dein Freund und wer ist nicht dein Freund. Das könnte natürlich dann auch noch so ein kleiner Aspekt in dieser ganzen Sache sein. So, wer sich vorher, das war ja auch im ersten Teil halt so gewesen, die Familien dieser Siedlung war ja eigentlich mit allen Familien gut drauf und am Ende sind alle Familien auf diese Familie drauf losgegangen, weil er halt ihre teuren Sicherheitssysteme verkauft hatte. Also da zeigt sich dann auch die wahren Gesichter halt des Menschen und ob er nur Freund oder nicht Freund ist. Im Chat kommt immer noch nicht viel oder mein Chat hängt, ich habe keine Ahnung, ich hoffe, er hängt nicht. Und da kommen wir jetzt mal zur Bewertung. Ich sage mal, der Film an für sich ist interessant, weil die ganze Thematik dieser Purge-Sache halt ziemlich cool ist. Ich habe aber halt Angst, dass das Thema halt immer zu sehr ausgelutscht wird. Das hatte ich schon bei Anarchy beim zweiten Teil gehabt. Und deswegen gebe ich dem Film gut gemeinte 2 von 5 Punkten mit dem Hang zu 3, aber es bleibt bei 2 Punkten. Galaxy. Ja, wie gesagt, also ich finde die Neuerungen, die jetzt drin sind, eigentlich ganz gut. Also ich würde eine Stufe höher gehen. Ich gebe dem Film 3 Punkte. Und dann gebe ich auch gleich weiter, wenn das, was wir die Reihenfolge jetzt zumindest für den Trailer behalten, an Shelock. Danke. Ja, ich würde auch die 3 geben. Also ich finde, es ist eine gute Mischung aus dieser Purge-Thematik und der politischen Dimension. Ich denke auch starke 3 von 5 gebe ich. Entschuldige, der Dave. Ich hatte die Mikros schon aktiviert, danke trotzdem. Wie gesagt, ich habe die vorherigen Filme nicht gesehen, daher kann ich da jetzt nicht so drauf eingehen. Ich muss jetzt natürlich genau darauf eingehen, was ich aus den 3 Trailern kenne, weil ich habe mir ja alle 3 Trailer mal irgendwann reingezogen. Ich sage, wenn das Thema jetzt nicht ganz so ausgelutscht ist und wie die Shelock schon sagte, man hat diese Staffelung, erst die Familie, dann ein bisschen weiter rausgehend, jetzt vielleicht sogar ein bisschen weiterdenken, global denkend. Es könnte noch interessant werden. Ich sag auch mal, starke 3 von 5. Müsste ich den Film sehen, könnte ich dann eventuell noch eine Review zu geben. ob ich dann eventuell doch noch meine Meinung ändere. Und der Tono verzieht schon wieder so das Gesicht, also darf der Tono mal seine Meinung dazu sagen. Ja, ich finde schön, dass Dave auch alleine Reviews machen möchte. im Chat ist tatsächlich gerade gehende Leere. Also hat der Film anscheinend niemanden wirklich groß beeindruckt. Dann kommen wir tatsächlich jetzt zum nächsten Film und springen auch schon im Datum ein wenig weiter, und zwar zum 22.09. Dort kommt ein Film raus von John Lucas und Scott Moore. Und ich habe gerade, ich weiß, gehört nicht zum Thema, aber warum hat er ein BVB-Trikot an? Wir kennen den Film nicht, wirklich. Daher würden wir jetzt nicht PM gerne eine Meinung abgeben. Okay,
Da kam gerade die Meldung, kennen den Film an sich nicht. Und ja gut, das Ziel an sich ist erstmal den Trailer an sich zu bewerten. Wir bewerten ja nicht den Film, sondern bewerten, wie der Trailer bei uns ankommt und wie gut wir den Trailer an sich für den Film finden. Den Film an sich kann man natürlich relativ schlecht bewerten. Deswegen geht es mehr um den Trailer. Reißt der Trailer einen mit? Beeindruckt der Trailer einen? Beeindruckt der Trailer einen weniger? Darum geht es im Grunde mehr so in diese Bewertung. Und wir versuchen natürlich einigermaßen den Film auch inhaltlich ein bisschen vorzustellen, so wie er denn kommen sollte. Und warum er ein DVD-Trikot anhat, das liegt wohl daran, dass er ein BVB-Fan ist und der BVB heute spielt. Jeder macht mal Fehler. So, jetzt kommen wir aber zum nächsten Film. Ich habe vorhin schon gesagt, John Lucas und Scott Moore sind die Regisseure, haben vor 21 and Over zusammen auch gedreht gehabt. Ist jetzt nicht so ein bekannter Film. Mitspielen tun unter anderem Mila Kunis, Christina Applegate und Kristen Bell. Und die Story ist folgendermaßen. Amy hat ein scheinbar perfektes Leben, eine tolle Ehe, vorbildliche Kinder, ein schönes Haus und eine erfolgreiche Karriere. Aber sie ist auch dermaßen überarbeitet, überengagiert und erschöpft, dass sie kurz vorm Durchdrehen steht. Amy hat es satt. Kurz daran tut sie sich mit zwei anderen gestressten Müttern zusammen, um sich von den üblichen Pflichten zu befreien. Zu dritt lassen sie wild, feucht, fröhlich und ganz unmütterlich die Sau raus und geraten für Kollisionskurs mit Gwendolyn und ihrer Clique hingebungsvoller Supermütter. Und die Rede ist hier natürlich von Bad Moms und hier ist der sehr amüsante Trailer. Viel Spaß! Oh hey! Diese Frau ist ein verdammtes Krebsgeschwür. Scheiße, was hat Kiki da an? Hi! Meine Tochter hat mir gerade in die Haare gekotzt, aber sonst geht's mir super. Gott sei Dank hat sie mich nicht angefasst. Und da kommt Amy. Du bist so tapfer, lässt deine Kinder den ganzen Tag allein und gehst arbeiten. Ja, aber ich brauche halt auch Geld. Richtig. Haben Sie einen schlechten Tag? Ich wüsste wirklich nicht, wie es noch... Scheiße. Ich habe diese Notfall-Elternversammlung einberufen, um ein Thema anzusprechen, das die Sicherheit unserer Kinder betrifft. Terrorismus. Unser Kuchenbazar. Soll das ein Scherz sein? Was sagst du da? Ich bin raus. Mutter sein ist manchmal einfach eine Qual. Wir gründen die Bad Moms. Bin dabei. Auf die Bad Moms. Und sie legt gleich los. Das ist heute der beste Tag meines Lebens. Habt einen schönen Tag in der Schule. Hey, wir haben um 2 Elternratstreffen. Bist du dabei? Nein. Bis dann. Wir müssen es diesen perfekten Müttern zeigen. Da gibt's nur eins. Hau der Fritte auf die Titte. Das ist der beste Elternabend aller Zeiten. Yeah! Ja, das war Bad Moms, eine sehr unterhaltsame Komödie, hat natürlich einen leichten Touch Richtung Hangover natürlich und von der ganzen komödiantischen Art her. Mila Kunis fetzt, lese ich gerade schon im Chat, ja, das tut sie in der Tat. Aber auch die anderen, Christine Applegate, Kristen Bell oder Mrs. Lewis, die ja auch mitspielt. Bevor ich jetzt was dazu sage, lasse ich erstmal die einzige Dame was dazu sagen. Bist du auch eine Bad Mom? In den Augen mancher Moms bestimmt. Nein, also der Film erstmal, also ich fand den Trailer jetzt super lustig. Ich hatte davon noch gar nichts gehört. Ich habe mich jetzt wirklich großartig amüsiert, allein in dieser Minute oder was wie das jetzt war. Und zwar diese blonde Tussi, ne, die kenne ich. Und ich glaube, die kennt jeder. Diese, also entschuldige, da kommen jetzt gerade so viele Emotionen, weil ich sehr vieles davon kenne, wenn auch sicherlich nicht in so überspitzter Weise. Aber das mit dem Kuchen, das stimmt. Ich habe mein Kind zum Kindergarten gebracht und die haben mir eine Liste gegeben, was ich tun soll, wenn ich einen Kuchen backe. Verwahren Sie die Mehldose, damit wir wissen, was da drin ist. Bitte die Eierpackung verwahren, damit wir wissen, was das für Eier sind. Und das ist dann noch ein sehr liberaler Kindergarten. Andere Kindergärten verbieten dir, Kuchen für die Kinder zu backen. Dieser Kindergarten, der hat sich noch Mühe gegeben, dass du Kuchen backen darfst für die Kinder. Also ich denke, der Film, die Charaktere, die sind sicherlich sehr archetypisch, sehr stereotypisch, ist aber gar kein Problem, weil ich glaube, dass diese Thematik, dass das jeder irgendwie nachvollziehen kann. Jeder kennt diese Übermutter, die alles besser weiß als du und auf jeden Fall es so dreht, dass egal was du tust, dass du eine schlechte Mutter bist. Ja, ich bin mal auf der Couch eingeschlafen, als ich wach wurde, lief der Fernseher und mein Sohn hatte eine Packung Kekse in der Hand. Ja, ich war aber verdammt nochmal müde. Und er hatte sich doch selbst versorgt. Ich erziehe ihn zu einem selbstständigen jungen Mann. Nein, also ich finde dieses Thema großartig, dass man sich dann einfach völlig, egal was die anderen denkt, entscheidet, ich mache jetzt mal, was gut für mich ist. Und dieses Nein, das ist perfekt.
Und es gab die ein oder andere Gelegenheit, ich sage das nicht ohne Stolz, wo ich das auch mal gemacht habe. So, ne? Ja, wir haben ja immer nur Wasser. Ich so, Fanta will, dann kriegt er Fanta, sonst holt er doch. Also man muss schon gucken, dass man sich hin und wieder auch mal gegen diese Konvention wehrt. Das war jetzt alles nicht sehr analytisch, weil ich gerade so emotional geflasht war davon. Ich gebe jetzt mal ganz schnell weiter, während ich wieder runterkomme. Der Dave vielleicht. Der Dev möchte nicht. Ja, doch. Ich möchte. Ich brauche nur immer ein bisschen. Ich muss ja erstmal zwei Mikros klarschalten, deswegen. Ja, ich glaube, wir kennen alle diese blonde Mutter, die so, heute Mittag Kuchen war da, Gedönse. Ich glaube, meine Frau könnte auch so ein, zwei Lieder trällern, wenn es dann um diesen Kuchen geht, den du backen darfst. Da darf das nicht rein, das und das. Ach so, ja, und das auch nicht. Ja, wie soll ich jetzt einen Kuchen machen mit Sand und Wasser? Ihr Idioten. So, und ich sehe gerade so ein Nicken außen. Das ist, ja. Ich bin übrigens sehr, sehr, sehr erschüttert, dass du diesen Film nicht kanntest, Shelok. Also, ich glaube, ich freue mich da schon, seitdem ich den ersten Trailer auf Englisch davon gesehen habe, freue ich mich da schon wie Bolle drauf auf den Film. Aber ich weiß nicht, da hätte auch im Grunde genommen, hätte da auch stehen können von den Machern von Project X und nicht von Hangover, weil ich finde diese Party artet so ein bisschen aus, wirklich so in Project X-Style. So alleine schon die Mütter, die sich da von der Schlagsahne das Lachgas reinpfeffern und sowas. Dann hier die Alkoholexzesse und sowas. Ich habe irgendwie Bock, jedes Mal, wenn ich den Trailer sehe und es zu dieser Stelle kommt, habe ich wieder total Bock drauf, mir Project X reinzupfeffern. Aber sowas von, ich weiß nicht. Und der Film ist eigentlich auch so ein totales Muss-Programm. Ich glaube, da werde ich wieder mit dem Tonno reingehen müssen. Anschließend gehe ich wieder mit meiner Frau rein. Den werde ich bestimmt wieder zwei, dreimal sehen, den Film. Also der ist auf jeden Fall sehenswert. Und das sage ich jetzt schon einfach so. So, und jetzt ist Gaming Galaxy dran. Ne? Was sagst du dazu? Wie hast du den Film eingeschätzt? Ja, also ist auf jeden Fall wieder eine sehr interessante Sache. Was würden Mütter in ihrer Freizeit tun, wenn sie eine Clique gründen? Und wir sehen in dem Film alles natürlich recht überspitzt. Und ja, es ist... macht halt alles einen interessanten Eindruck. Für mich ist allerdings wirklich das Problem, bei solchen Filmen muss ich den Film gesehen haben, um eine ordentliche Bewertung abzugeben. Weil der Trailer, der haut mich jetzt nicht wirklich so hundertprozentig vom Hocker. Bei solchen Filmen ist es tatsächlich manchmal so, dass wenn ich den erst gesehen habe, dass ich ihn dann ordentlich bewerten kann. Weil Trailer sagen da für mich ein bisschen zu wenig aus. Witzig ist er, ganz klar. Aber mehr kann ich jetzt auch großartig nicht dazu sagen. Okay, ich gebe mal weiter zu Tonno. Ja, eine Schande, dass du an den Trailer schon nichts irgendwie gut fandest oder so, dass du deine Bewertung raushauen könntest in dem Sinne. Also ich muss sagen, im Trailer waren richtig coole Gags bei. Ich hoffe natürlich, dass es nicht die besten Gags aus dem Film sind, wie wir es ja sonst immer bei den Trailern kennen. Dass das immer meistens der Fall ist, dass das Beste schon im Trailer gezeigt wird und dann ist der Rest dann meistens nur so halbgare Ware. Ich muss sagen, ich fand das ganze Thematik auch wunderbar. Mila Kunis kommt auch als gestresste Mom im Trailer richtig gut rüber. Und ich finde ihn sehr gut. Christian Applegate macht auch wunderbar die strenge blonde Übermutter. Das kriegt sie auch wunderbar hin. Und ich muss sagen, ich fand den Trailer großartig. Der Trailer bekommt aber von mir nicht die volle Punktzahl. Und ich gehe mal kurz auf den Chat ein. Da ist anscheinend irgendwo ein Kommentar gerade nicht angekommen, aber jetzt habe ich den Kommentar bekommen. Dann Flexi sagt zum Beispiel, denke, eine 3 ist da drin, ist, glaube ich, eher was für die Frauen und besonders für Mütter. Für die Herren gab es ja schon Kindsköpfe. Ja, ich glaube, die Herren werden trotzdem auch ihren Spaß dran haben. Ich glaube, die Gags werden, glaube ich, bei beiden Seiten, glaube ich, gut funktionieren. Sicherlich werden sich Mütter noch mehr ansprechen. Man hat ja so an Shiloks Reaktion gezeigt, wie sehr sie sich mit dem Trailer schon verbunden gefühlt hat. Ich gebe dem Film 4 von 5 Punkte anhand des Trailers. Ich freue mich da schon ziemlich drauf. Es wird eine sehr lustige Komödie, denke ich. Und deswegen gebe ich jetzt direkt an Shelok, dass sie ihre Bewertung raushauen kann. Dankeschön. Ja, ich gebe auch 4 von 4. Also ich denke, wir müssen hier immer dazu sagen, dass wir natürlich den Trailer bewerten und nicht den Film. Der Film kann ganz anders sein als der Trailer, keine Frage. Aber der Trailer hier, der hat mir sehr viel Spaß gemacht und
der kriegt von mir eine 4 von 5, ja. Und Gaming. Ja, wie gesagt, ich fand den Trailer lustig. Ich kann ihn allerdings noch nicht, ich kann noch nicht so wirklich so alles einschätzen. Dem Trailer selbst würde ich jetzt erstmal nur eine 3 von 5 geben. Tendenz noch unbekannt. Da kann ich, also von dem Film her, Tendenz unbekannt. Da müsste ich dann halt wirklich den Film dann gesehen haben. Dave. Ja. Also wie gesagt, ich feiere den eigentlich schon mega ab, bin aber auch ein bisschen skeptisch noch in der Weise, ne? Wie gesagt, man kann einen Film richtig gut finden anhand des Trailers und geht dann ins Kino und sagt dann, okay, scheiße. Ich sag aber trotzdem mal, eine gute 4 von 5 gebe ich ihm. Ja, ich würde sagen, 4 von 5 ist, glaube ich, angemessen für das, was man im Trailer gesehen hat und so, wie ich ihn erwarte. Aber mal eine Frage, bin ich eigentlich der Einzige, dem aufgefallen ist, dieser Wechsel von Ted zu Bad Moms, wie Mila Kunis sich extrem krass verwandelt hat, wo man jetzt sagt, so, okay, da kommt sie original voll wie eine Mutter rüber und da war sie noch so oh, voll der Teenie-Schwarm? Ist das eigentlich nur mir aufgefallen oder was ist da los? Tono, was sagst du dazu? Du verziehst so das Gesicht. Naja, es kommt halt immer auf die Rolle an. Das zeigt natürlich, wie gut dann auch die schauspielerische Leistung an sich ist. Also es gibt halt reife Rollen und es gibt halt Rollen, die eher unreif sind. Und bei Ted war sie halt eher so diese unreife Rolle, auch wenn sie da die reifere Person im Gegensatz zu Mark Wahlberg und Ted war. Das würde ich jetzt einfach nur auf das schauspielerische Können einfach ummünzen. Es sei denn, jemand anderes hat da jetzt noch eine Meinung dazu. Keine Reaktion? Nein? Galaxy hadert mit sich gerade. Oh, Shelock sagt was. Bitteschön. Ja, also ich denke auch, dass du recht hast, das mit der schauspielerischen Leistung. Aber ich denke, bei Mila Kunis ist das so, dass sie oft, wenn man so von ihr liest, hört, wie hübsch sie ist und was sie für eine attraktive Erscheinung ist und dann eventuell dazu neigt zu vergessen, dass sie auch eine wirklich, wirklich gute Schauspielerin ist. Ich meine, es ist toll, wenn jemand hübsch ist, keine Frage, aber sie kann auch wirklich das, was sie tut, ziemlich gut. Deshalb, ich denke, der Dave hat da schon völlig recht mit seiner Beobachtung, dass das eine große Wandlung ist, weil sie das einfach kann als Schauspielerin, würde ich sagen. Ja. Und dann gehen wir direkt weiter zu Galaxy, der hat auch einen Hashtag reingehauen bei uns. Ja, bei Ted war es übrigens bei mir genauso. Da fand ich den Trailer jetzt auch nicht so besonders. Da habe ich auch erstmal den Film gucken müssen. Also ist halt immer so eine Sache. Und den Film, den fand ich dann richtig gut im Nachhinein. Also zumindest ich kann mir da keine große Meinung jetzt im Moment bilden. Ach so, Tonno. Ja, vielen Dank. Aus dem Chat kommt gerade nochmal von Flexi. Er denkt so da zum Beispiel an Jupiter Ascending. Ich zum Beispiel fand Jupiter Ascending eigentlich ziemlich gut. Er wurde ja ziemlich von den Kritikern zerrissen stellenweise. Aber auch da war Mila Kunis sehr, sehr gut drin. Also gut, es war noch Channing Tatum dabei, das heißt, beide Seiten der Geschlechter haben ihre Dinge damit beigehabt. Und Channing Tatum hat natürlich auch wieder sein Shirt ausgezogen, genauso wie Jason Statham es immer macht. Ja, kommen wir jetzt langsam zum nächsten Film, der auch am 22.09. herauskommt. Regisseur und Schauspieler brauche ich hier jetzt nicht erwähnen. Man kann Kommentare abgeben. Du hast ja jetzt gerade auch was geschrieben. Aber du brauchst nicht in der Kommentarebene abschreiben, sondern wir brauchen deine Meinung quasi hier im Chat, mein lieber Markus. Du musst halt im Chat deine Meinung abgeben. Alles im Chat. Alles, was in die Kommentarebene kommt, sehen wir quasi erst später, wenn alles fertig ist. Und das sage ich jetzt noch einmal, alle, die jetzt irgendwas in die Kommentarebene reinhauen, so schön und so toll ich das auch finde, der CineTalk, so wie ihr ihn jetzt seht, wird später nochmal von mir bearbeitet und neu hochgeladen. Das heißt, es wird nochmal ein neues Video hochkommen. Wir freuen uns natürlich auch über jeden Like, den ihr da lasst, aber die verschwinden natürlich dann nachher von diesem Video, weil das Video am Ende nachher wieder weg ist. Und dann kommt der CineTalk wieder in 4 Teilen online auf YouTube archiviert.